Wir geben mit dem heutigen Tag die Standorte der zweiten Tranche für den Ausbau des Projekts der Gemeinschaftsschulen bekannt. Und wir wissen aus vielen Diskussionen, aus der Presseberichterstattung, aus vielen Gesprächen, dass dieser Tag von ganz vielen Menschen in Baden-Württemberg mit großen Hoffnungen und Erwartungen dem Tag entgegengesehen wird. Ein ganz wichtiger Baustein dieses Konzepts für mehr Bildungsgerechtigkeit soll eben die Gemeinschaftsschule sein. Die Gemeinschaftsschule, die gewährleistet, dass nicht das passiert, was leider in den letzten Jahren in Baden-Württemberg auch aus Sicht vieler Eltern und vor allem auch der Kinder als sehr negativ wahrgenommen wurde, nämlich ein wahnsinniger Druck, was die Auslese der Schülerinnen und Schüler nach Klasse 4 anging. Wir haben, das ist auch eine Maßnahme, die, so meine ich, ein richtiges Signal war, die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung abgeschafft und bieten mit der Gemeinschaftsschule eine Schule an, die eben nicht darauf setzt, in verschiedene Schulen aufgeteilt zu werden, sondern die den Kindern auch unterschiedlicher Begabung, unterschiedlichen Könnens die Möglichkeit bietet, gemeinsam unterrichtet zu werden und damit auch ein soziales Gefüge zu erhalten. Wir werden in den nächsten Jahren einen ganz, ganz erheblichen Schülerrückgang um knapp 20% zu verzeichnen haben. Und zwar nicht auf die Strecke von 30, 40 Jahren, sondern innerhalb der nächsten 10 Jahre. Das würde aber bedeuten, dass wir, wenn wir heute nicht reagieren, bei Fortführung des dreigliedrigen Schulsystems, was die Schulstandorte angeht, ein ganz großes Schulsterben haben würden. Und deswegen spielt für uns natürlich neben der Frage der Umsetzung der bildungspolitischen Konzeptionen, der neuen pädagogischen Konzepte, auch das Thema Bewahrung von Schulstandorten in Verbindung mit Qualität von Bildung eine ganz wichtige Rolle. Und das können Sie auch ablesen an dem ganz, ganz großen, an der ganz großen Nachfrage, die aus dem ganzen Land Baden-Württemberg im Hinblick auf die neue Gemeinschaftsschule kommt. Insgesamt waren zunächst 120 Anträge vorhanden. Bezüglich dieser Anträge wurden dann auch entsprechende Vorgespräche geführt, was zum Ergebnis hatte, dass in 3 Fällen der Antrag zurückgezogen wurde. In 3 weiteren Fällen wurden Anträge zusammengefasst. Das heißt, Schulen, die das jeweils gesondert beantragt hatten, haben dann einen gemeinsamen Antrag ausgebracht, sodass letztlich 114 Anträge zu entscheiden waren. Und letztlich können wir heute 87 dieser Anträge bewilligen. Das heißt, in 87 Schulen im Land Baden-Württemberg kann zum neuen Schuljahr die Gemeinschaftsschule an den Start gehen. Und wir sind ganz sicher, dass für ganz viele Menschen, die in diesen Schulen mit sehr großem Engagement die Konzepte erarbeitet haben, aber auch in vielen kommunalen Parlamenten, von denen wir wissen, dass über alle Parteigrenzen hinweg die Menschen sich für diese neue Schulform entschieden haben, dass wir dort heute natürlich auf große Freude treffen werden. Wir haben natürlich zunächst ganz erheblichen Wert darauf gelegt, ob die pädagogische Konzeption dieser Schulen so war, dass wir sagen können, hier kann erfolgreich dieses Konzept der Gemeinschaftsschule mit einer stärkeren Betonung des individuellen Lernens umgesetzt werden. Wir haben zum anderen im Auge behalten, was die sachliche und auch vor allem die räumliche Ausstattung dieser Schulen angeht. Wir müssen ja gewährleisten, dass das Konzept der Gemeinschaftsschule auch, was die sachlichen Voraussetzungen angeht, umgesetzt werden kann. Da war für uns natürlich von zentraler Bedeutung, dass diese Anträge gestützt von der Schulgemeinschaft, aber eben auch vom Schulträger unterstützt wurde. Das dritte Kriterium, wir haben natürlich auch, was die Größe angeht, bestimmte Mindestvoraussetzungen. Wir sind nämlich der Überzeugung, dass Bildung, Qualität und Bildung dann gewährleistet werden kann, wenn eine gewisse Mindestgröße erreicht ist. Das dritte Kriterium, wir haben natürlich auch, was die Größe angeht, bestimmte Mindestvoraussetzungen. Wir sind nämlich der Überzeugung, dass Bildung, Qualität und Bildung dann gewährleistet werden kann, wenn eine gewisse Mindestgröße erreicht ist. Deswegen haben wir auch unter Rückgriff auf das Schulgesetz davon gesprochen, dass wir bei diesen Gemeinschaftsschulen, die jetzt beantragt und genehmigt wurden, von einer stabilen Zweizügigkeit ausgehen können. Das können Sie auch daran erkennen, dass manche der Anträge eben gerade an diesem Kriterium gescheitert sind, dass eben nicht gewährleistet ist, dass diese notwendige, aus unserer Sicht notwendige Mindestgröße gewahrt ist. Das waren die abstrakten Kriterien, anhand derer wir die Auswahlentscheidungen getroffen haben.